schön. Vielen Dank. Vieler schöner, herzlicher Dank, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen bei Belzig hält sich. Und heute unterhalte ich mich mit einem echten Tatort-Star, mit der Schauspielerin Christine Urspruch. Dann habe ich zu Gast den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von der CSU, Gerd Müller, und eine sehr interessante Frau, die Filmemacherin Mo Asumang. Ja, drei Top-Gäste. Ja, nämlich kann man auch mal applaudieren. Meine Damen und Herren, das Meinungsforschungsinstitut Infrades DIMAP hat vor wenigen Tagen eine Umfrage veröffentlicht. 61% der Deutschen glauben nicht, dass wir in Deutschland noch eine echte Demokratie haben. 61%, das ist schlimm, aber lassen Sie uns das positiv sehen. 39% glauben noch an die Demokratie in Deutschland, und es ist doch auch was, und irgendwer mault immer, und in Nordkorea sind es noch viel weniger. Ja? 39% glauben an die Demokratie in Deutschland. Es hat mich überrascht, dass es doch noch so viele sind, gerade wenn man mal so im Internet nachschaut, in der Community, im Netz, so ein wenig rumsurft und schaut, was so die Community sagt über die Wahrheit der Demokratie. Wobei bei der Wahrheitssuche im Netz, finde ich, muss man ja generell sehr vorsichtig sein. Es gibt so viele Wahrheiten, und täglich werden es mehr Wahrheiten. Gerade jetzt im großen Meinungsterror, egal ob es um die Ukraine geht, um Griechenland oder womöglich um den Islam. Heimatland, der Islam. Da gibt es die Wahrheit der Islamhasser und der Islamkritiker, die sagen, schuld ist der Islam, weil das ist von Haus aus eine bösartige Religion. Und dann gibt es die Wahrheit von Millionen friedlichen Muslimen, die sagen, schuld ist nicht der Islam, schuld sind die Islamisten. Und dann gibt es die Wahrheit der Soziologen, die sagen, schuld sind wir alle, weil wir uns nie überlegt haben, was Integration bedeuten soll. Und dann gibt es die Wahrheit der Politologen, die sagen, schuld ist im Grund George W. Bush, weil dieser Mensch nach dem 11. September alles falsch gemacht hat, was man falsch machen konnte, dieser Verbrecher mit seinem Staatsterror. Und er war einer der Mitbegründer indirekt des Islamischen Staates. Und dann gibt es natürlich die Wahrheit der amerikanischen Geheimdienste, die sagen, schuld ist Edward Snowden, weil er den Terrorkampf behindert. Und dann gibt es die ewig gleichen Verschwörungstheoretiker, die sagen, schuld sind die Juden, weil die Juden immer schuld sind. Und es gibt die Wahrheit von Thilo Sarrazin, der sagt, schuld sind die Christen, weil die föcheln zu wenig, und deshalb werden die anderen immer mehr. Ja. Wobei, Sarrazin jetzt ja sozusagen widerlegt worden ist von Papst Franziskus persönlich. Was hat der Papst gesagt? Wortwörtlich, er hat gesagt, Katholiken sollen sich nicht fortpflanzen wie die Karnickel. Ja, hat er gesagt. Und wer hat protestiert? Wer hat gegen den Papst präsentiert? Man glaubt es nicht, aber es ist wahr. Der Zentralverband der deutschen Kaninchenzüchter. Der hat auch seine Wahrheit. Die haben gesagt, das haben die Karnickel nicht verdient, dass man sie mit Katholiken vergleicht. Also, oh, ich sag Ihnen, wie soll denn einer wie ich die Wahrheit finden, wo ich doch selbst nicht wahr bin, sondern nur erfunden? Nein, da halte ich es lieber mit dem französischen Schriftsteller André Gide. Der hat gesagt, glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an jenen, die sie gefunden haben. Auf Wahrheitssuche geht jetzt zurzeit auch angeblich Wladimir Putin. Er möchte herausfinden, wer den russischen Oppositionellen, den Boris Nemtsov, ermordet hat. Ja? Und da frage ich Sie mal, sagen Sie mal, wo waren jetzt eigentlich bei uns danach diese Schilder? Menja, Sowut, Boris, zu Deutsch, ich bin Boris. Ich habe sie vermisst. Ja? Ich werde mal ein paar anfertigen lassen. Wladimir Putin auf Wahrheitssuche, das, ja, das ist ähnlich realistisch wie Rainer Kallmund an der Salatbar, aber es kommt nicht mehr drauf an, jeder sucht die Wahrheit, jeder verspricht Wahrheit, auch die Schweizer Betrügerbank, die HSBC, verspricht jetzt die Wahrheit, und der hessische Verfassungsschutz verspricht die Wahrheit, und Sepp Blatter verspricht die Wahrheit, alles Ankündigungen, die den Wert haben eines Eheversprechens von Lothar Matthäus. Da kann man schon mal an der Demokratie Zweifel kriegen, ja? Aber was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit im Fall Griechenlands? Ja? Was ist da die Wahrheit? Wie hat Wolfgang Schäuble vor der Wahl in Griechenland gesagt? Griechenland ist auf einem guten Weg. Hä?
Ist das die Wahrheit? Ist die Wahrheit nicht auch eine andere? Ist es nicht die Wahrheit, dass 80% der Hilfsgelder nicht bei den Griechen, sondern bei den Banken gelandet sind? Bei deutschen und französischen Banken? Ist es nicht die Wahrheit, dass wir nicht die Griechen retten, sondern uns selbst? Und dass seit der Rettung die Staatsverschuldung zugenommen hat und die Arbeitslosigkeit und die Säuglingssterblichkeit und Millionen Griechen ohne Krankenversicherung und Zeug. Und, also entschuldigen, wenn Griechenland auf einem guten Weg ist, dann ist es der VfB Stuttgart aber auch. Ja? Also, die Wahrheit. Auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg befindet sich in jedem Fall mein erster Gast. Der ZDF-Zuschauer kennt sie aus der Vorabendserie Dr. Klein. Die meisten kennen sie aus dem Tatort. Begrüßen Sie bitte die Schauspielerin Christine Urspruch. Ja, Frau Urspruch, ich habe Sie schon lange auf der Liste gehabt. Ja. Gut. Und zwar auf der richtigen. So, jetzt habe ich ja mich auf Sie vorbereitet und da habe ich gelesen, Sie mögen Champagner und Kräutertee. Und habe gesagt, den Gefallen, den kann ich Ihnen machen. Ja? So. So. Ich hoffe, dass die nachfolgenden Gäste kein Alkoholproblem haben, aber ich gehe mal davon aus, es passt. Köstlich. So. Köstlich, gell? Das ist die Trinken beste. Sie das wirklich immer zusammen? Ja, also ja? Gerne. Das ist also so gerne zum Nachtisch auch. Wenn ich im guten Restaurant bin, stelle ich mir dann zum Nachtisch noch ein Glas Champagner und einen Kräutertee und das ist irgendwie eine wunderbare Kombination. Und da hängen Sie den Beutel in Champagnerglas? Nein, natürlich getrennt. Ach, getrennt? Sehen Sie, das wurde wieder nicht geschrieben. Ja, es kommt ja eh alles wieder zusammen. Aber also, ja, es kommt zusammen. Und genau. Ja, ich finde es jetzt so. Jetzt haben wir das auch, ja, das Emblem haben wir unkenntlich gemacht, dass keiner sieht, die kann ich. Ja, genau. Sehr schön. So, Frau Urspruch. Da bin ich gespannt. Herzlich willkommen bei Belzig, Hetzig. So. Danke. Ah. No? Mhm. Ja, schon. Gell? Kommt so im Abgang. Mhm. Frau Urspruch, wo finden Sie denn Ihre Wahrheit? Oh, meine Wahrheit. Da halte ich es einfach auch tatsächlich mit Henri Gide. Ich bin noch auf der Suche. Sagt man Gide oder Gide? Gide wahrscheinlich. Gide sagt man, glaube ich. Aber ne? Ja. Habe ich lange geübt dran, ja. Gide, André Gide. Franke sagt Gide wahrscheinlich. Genau. Aber ja. Genau. Ja, schönes Zitat, ne? Ja, das ist sehr gut. Verzweifeln Sie manchmal, also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, diese ganze Weltlage betrachten, ja, Ukraine und Zeug. Also haben Sie das Gefühl, dass Sie was wissen oder haben Sie den Eindruck, dass Sie alles nur glauben? Oh, ich habe den Eindruck tatsächlich, dass mir sehr viel erzählt wird und ich wirklich den Überblick verliere und ich schon gar nicht mehr weiß, auf welche Seite ich auch gehöre und was eigentlich alles los ist. Und ich finde, es ist wirklich so viel los, man macht den Fernseher an und wird überschüttet mit Schreckensmeldungen. Dass mir das wirklich auch sehr bitter aufstößt. Ja. Deprimiert Sie das? Ja, ja? Das deprimiert das mich und das macht auch, mir ja? auch Angst. Ich fühle mich oft Angst. Ja. Sehen Sie, aber Sie sind eigentlich ein optimistischer Mensch. Ja. Ich habe mal gelesen, Sie in einem Interview, Sie haben gesagt, ich bin ein angstfreier Mensch. Ja? Das habe ich mal gesagt. Haben Sie mal gesagt? Also ich habe jetzt nicht so große Angst, irgendwie alleine nachts irgendwie nach Hause zu gehen, durch die Straßen oder so. Bin ich auch als Jugendliche, irgendwie, wenn ich dann aus der Disco nach Hause kam und mit dem Bus gefahren, da musste ich immer noch so 20 Minuten zu Fuß. Und irgendwie habe ich immer gedacht, so, ja, ich habe keine Angst, ich schaffe das. Und ich bin auch immer gut angekommen. Und das hat mich irgendwie immer so gestärkt. Jetzt haben Sie ja viel Anlass zum Optimismus, denn seit dem Tatort ist es total durch die Decke gegangen. Ja, der erfolgreichste Tatort aus Münster. Ja. Ja, mit Spitzenquoten. Ja. Und ja, da fühlt man sich gut, gell? Ja. Aber die Kritiker, das Feuilleton schreibt, es sei zu viel Klamauk. Ist es erfolgreich, weil es ein wenig witzig ist? Oder? Ach ja, irgendwas muss man ja immer schreiben und dann wieder untersuchen, warum wieder irgendwas. Es ist auch immer eine Missgunst dabei. Und so viel Klamauk ist es ja auch nicht. Also natürlich sind wir da sehr humorvoll und es gibt auch manchmal, wo wir es bestimmt ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es ist einfach auch das, was einen Unterschied ausmacht. Also ich schaue es auch sau gern, weil mir sind diese depressiv stimmenden, mit blutenden Kindern, mit einem Bein in Heimen liegenden oder irgendwie manchmal ein wenig zu viel. Ja? Ja. Und ich bin also bekennender Fan von Münster. Dem Liefers und dem Prahl, den können Sie mal einen schönen Gruß sagen. Die hätte ich auch mal gern. Ja, zu zweit. Das mache ich. Wie sind die so drauf, die beiden? Total langweilig. Ja? Ja.
Ja? Sagen Sie das jetzt, um die von mir zu schützen, oder was? Ja, nein, es ist natürlich, das sind echt hervorragende, nette Kollegen. Und ich drehe jetzt, übernächste Woche drehen wir den neuen, nächsten Tatort und ich freue mich schon drauf. Ja, und im ZDF gibt es auch eine Serie, die sehr erfolgreich ist. Vorabendserie, ich bin ja quasi vom Sender moralisch verpflichtet, darauf hinzuweisen. Ja. Dr. Klein heißt diese Serie. Und da spielen Sie also eine Kinderärztin. Ja? Und da schauen wir uns jetzt mal einen Ausschnitt draus an. Ja? Weil dann habe ich ein paar Fragen dazu. Dr. Klein, guten Tag. Ist das jetzt ein Scherz? Sie meinen meinen Namen? Nein, ich heiße wirklich so. Ich bin auch schon volljährig. Wie viel? Ich zahle gut. Besonders für die kleinen Extras. Sie müssen schon auf allen Vieren hier durch. Diva. Zwerg. Aber die Zwerge, die sind doch viel toller und lustiger. Dr. Klein, angenehm. Ach, Sie haben meinem Sohn den Posten weggeschnappt? So ein laufender Meter? Hat er das so gesagt? Mutter. Ja, Dr. Klein, jetzt muss ich Sie was fragen dazu. Ja, applaudieren Sie. Mir ist es, ehrlich gesagt, diese permanenten Anspielungen auf Ihre Körpergröße, ich finde es fast ein wenig nervig. Nervt Sie das nicht? Also, das kommt natürlich jetzt hier wie eine Art Selbstkasteiung auch rüber. Ja, also Samtschnitten, ja, zugegeben. Aber im Darmstadt ja auch, genau. Der Liefers macht ja auch immer Anspielungen und so. Also ich finde es manchmal, also gerade bei Dr. Kleine, auch der Titel jetzt, finde ich fast ein wenig arg. Also ich finde so, das ist natürlich einfach Unterhaltung, die wir machen und der Titel ist einfach auch einfach ein Hinhörer sozusagen, ein Hingucker, der es aufmerksam macht und mein Wunsch ist natürlich, damit zu spielen und spielerisch und leicht umzugehen und um dann unterm Strich vielleicht auch letztendlich zu sehen, dass sich das alles auflöst und dass es auch alles nicht so ernst gemeint ist. Ja, das ist jetzt zu früh, ja. Ich wollte Ihnen sagen, jetzt unterbrechen wir, jetzt haben wir es schon, jetzt weil ich dann den ZDF-Redakteuren, die auf so Wortspiele stehen, noch andere Vorschläge zu machen hätte. Hier zum Beispiel Dr. Schwarz. Ja? Ja. Oder dann hätte ich noch den Vorschlag Dr. Dick. Ja? Oder ich hätte noch einen Vorschlag Dr. Doof. Ne? Also. Frau Ferris war beim Casting und kam auf Knien an, aber sie fiel dann doch bei durch. Welchem Casting? Na, Dr. Klein. Für Dr. Klein? Ja, wirklich? Ja, ja, na, da bin ich froh, dass Sie es machen. Aber jetzt muss ich Sie fragen, haben Sie Ihre Karriere und diesen Erfolg Ihrer Größe zu verdanken? Wären Sie, kann man schwer sagen, aber hätten Sie jetzt eine durchschnittliche Körpergröße, glauben Sie, dass Sie dann auch Schauspielerin geworden wären und den Erfolg hätten? Oder liegt es darin begründet? Also ich glaube, ich habe mir die Frage natürlich auch schon gestellt und ich glaube, ich wäre auf jeden Fall auch Schauspielerin geworden, weil das ist meine allergrößte Neigung irgendwie, der ich halt gefolgt bin. Und die Größe ist natürlich Thema bei mir und ich setze es halt ein. Man spielt ja halt damit. Ich spiele damit. Natürlich sehne ich mich manchmal auch danach, dass es nicht immer zum Thema gemacht wird und ich auch ganz normale Rollen spiele. Aber, was wäre denn mal so eine Traumrolle? Ich habe mal gelesen, Sie möchten mal etwas Fieses, Verschlagenes, Durchtriebenes spielen. Was wäre das zum Beispiel? Naja, irgendwie so eine Bankräuberin. Aha. Und da wäre zum Beispiel die Herausforderung auch, es gibt ja immer diese Überwachungskameras, man würde mich dann natürlich sehen und verorten und meiner Körpergröße, und dann müsste ich halt schauen, wie ich mich dann inkognito irgendwie davonschleiche, um nicht sehr groß aufzufallen. Würde Sie gerne mal sehen mit was Verschlagenem, Durchtriebenen, ja? Ja. Vielleicht wird ja mal das Leben von Markus Söder verfilmt. Wäre eine künstlerische Herausforderung. Ja. Das wäre es allerdings. Sie spielen ja zurzeit auch Theater auf der Bühne, ne? In Berlin, oder? In Berlin, genau. Was ist das? Es ist die Spanische Fliege an der Volksbühne in Berlin. Und da machen Sie mit Kastagnetten, da können Sie so richtig Ich mache da so ein kleines Tänzchen. Ja? Genau. Ich werde, also es ist so eine wahnsinnige, rasante Verwechslungskomödie. Aha. Und ich bin eigentlich eine sittenstrenge Frau und komme dann dahin und werde für die Spanische Fliege eine ehemalige Tänzerin gehalten. Und es ist eine Verwirrung komplett. Und genau, und da gibt es mein kleines Tänzchen. Und da tanzen Sie so Spanisch? Da tanze ich so eine Tarantella. Können Sie das spontan hier mal hinlegen oder geht es nicht? Das mache ich, aber ich nehme vorher noch einen Schluck Champagner mit. Kräutertee. Auf dem Tisch? Nein, nicht auf dem Tisch. Also,
Also das ist natürlich jetzt total bescheuert und es ist immer improvisiert. Weil wir Schauspieler können ja alles nicht so wirklich. Wir tun immer nur so, als könnten wir das. Genau, also da muss ich dann sagen, irgendwie, ja, damals, ich erinnere mich genau, und wir haben Theater gespielt. Und ich habe die Tarantella getanzt. Kommen Sie alle in die Volksbühne, da sehen Sie auch noch so Freude. In Berlin, Trampolin springen. Berlin. Ja, Frau Urspruch, ich hatte ja viel gelesen und habe festgestellt, in allen Interviews geht es dann irgendwann immer um Ihre Größe. Und ich wollte eigentlich auf das Thema nicht eingehen, aber ich habe gesagt, man kann es dann doch nicht ganz trennen. Man kann es nicht lassen. Weil es ja dann ist es dann immer da und dann diese Rolle, wenn ich da jetzt rummotze über den Titel, dann muss ich ja darauf zugehen. Was mir aber gefällt, wenn Leute blöd glotzen, dass Ihr Mann, der Regisseur Thomas Materna, Tobias, dass der dann immer richtig zurückglotzt. Ja. Ja? Das macht Wie macht er das dann? Also der schaut die dann an, die Leute, und sagt, hä? Genau, oder ich werde natürlich auch oft angefasst oder umarmt und dann geht er auch mal Wie? Zu den Leuten. Um angefasst, umarmt? Ja? Sie nicht? Nee. Das also ich bin ja auch nicht der Größte. Der Buschmann hat mir zu mir gesagt, ich sei ein Kopf größer als ein Spiegelei. Ne? Aber wie die Menschen berühren Sie und ja, legen so den Arm um mich, um meine Schulter oder zerren Fremde mich am Menschen? Arm. Fremde Menschen. Warum? Ja, ich komme halt in deren Wohnzimmer und dann hat man wahrscheinlich das Gefühl, man kennt mich so gut so. Und wir sind gute alte Ach Bekannte. So. Ja, ja. Jetzt kommen Sie in den Genuss als erster Gast dieses Jahres an meiner Fragenlotterie teilnehmen zu dürfen. Ja? Oh Gott. Kennen Sie die Rubrik? Ja? Ich habe Menschen gebeten, mir mal Fragen zu formulieren, die ich meinen Gästen hier mal stellen soll. Okay. Und ich habe gedacht, Sie sind eine kluge Frau und Sie kommen jetzt in den Genuss der ersten Fragerunde. Deswegen sage ich jetzt, Sie dürfen sitzen bleiben. Aufgemerkt. Fragen aus dem Hinterhalt. Und wir haben keine Lotterietrommel mehr, sondern ein Glücksrad. Dann wird das Ganze transparenter. Und jetzt drehe ich die Frage für die Frau Urspruch. Ah, sehr schön. Eine Frage von meiner Raumpflegerin. Ja, die haben jetzt auch mit drin, Belzigs Raumpflegerin. Frau Urspruch, meine Raumpflegerin möchte wissen, jetzt nicht speziell von Ihnen, ja, weil sie wusste ja nicht, wer die Frage kriegt, aber ich frage Sie. Würden Sie selbst für das Geld arbeiten, welches Sie Ihrer Putzfrau bezahlen? Also ich habe eine Putzfrau und ich bezahle sie sehr gut und ich würde das tun. Ja? Ja. Ist sie angemeldet? Okay. Und wo kommt sie her? Aus Wangen im Allgäu. Aus Wangen im Allgäu? Ja. Ja. Na, sehr schön. Genau. Gut. Und Sie verraten jetzt nicht den Stundenlohn? Also doch, das kann ich machen. Die ist ungefähr so 3 bis 4 Stunden da, einmal die Woche und bekommt 50 Euro. Aha, ja. Ist fair, oder? Ja. Nehmen wir an, ja? Frau Urspruch, vielen Dank. Dann haben Sie es jetzt schon geschafft. War es schlimm? Nee, es war ganz köstlich. War es schlimm? Ja? Nein, es war gut. Ja. Frau Urspruch, dann kommen Sie wieder. Schluck. Ja? Ein Prost, noch einen Schluck. Dinge meine, Sie drei. Trinken das freiwillig. Irgendwas stimmt nicht. Vielen Dank, Christine Urspruch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Bleiben wir mal bei der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, die Europäische Union subventioniert die europäische Landwirtschaft jedes Jahr mit vielen Milliarden Euro. Davon profitieren alle, auch Europas Tomatenbauer. Ja, haben in den vergangenen Jahren auch kräftig kassiert, fast 400 Millionen Euro im Jahr. Da freut sich natürlich der italienische Tomatenbauer, weil er seine Tomaten viel billiger anbieten kann, als sie in Wirklichkeit sind. Und was er in Europa nicht verkaufen kann, das verscherbelt er dann als Tomatenmark nach Afrika, zum Beispiel nach Ghana. So, jetzt ist also das italienische Tomatenmark in Ghana und ist dort viel billiger als die einheimische ghanaische Tomate. Warum ist es billiger? Klar, wegen der Subvention
Regionen, aber nicht nur. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, hat nämlich vor 15 Jahren mächtig Druck gemacht auf Ghana und hat Strukturreformen angemahnt. Und Strukturreformen, meine Damen und Herren, das haben wir inzwischen gelernt, das klingt immer ganz hübsch, heißt aber am Ende, du bist der Depp. Und der Depp war in dem Fall Ghana, die mussten nämlich ihre Zölle senken oder abschaffen und deswegen wurde die italienische Tomatenmark wurde das in Ghana so billig. Da freut sich natürlich der ghanaische Tomatensoßenesser, dass er günstig einkaufen kann. Nicht freuen konnte sich der ghanaische Tomatenbauer, weil er nämlich seine Tomaten wegschmeißen und seine Tomatenpflücker heimschicken konnte. Die Wahrheit allerdings ist, viele ghanaischen Tomatenpflücker sind eben nicht heimgegangen, sondern sind geflüchtet, sind geflohen aus Ghana raus nach Europa, nach Italien. Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Ja, das italienische Tomatenmark war jetzt in Ghana und der ghanaische Tomatenpflücker war plötzlich in Italien. Ja, vielleicht sind sie sich ja auf ihrer Reise im Mittelmeer sogar irgendwann begegnet. Ja, Spaß muss sein. So, was macht jetzt der ghanaische Tomatenpflücker in Italien? Ja, kein Witz, sondern die Wahrheit. Er pflückt wieder Tomaten. Allerdings auf italienischen Tomatenplantagen zu Hungerlöhnen, die im Vergleich zu dem, was er daheim hatte, ja richtig katastrophal noch schlechter sind, was die EU-Tomate noch billiger macht, sodass ja der ghanaische Pflücker in Italien dazu beiträgt, dass das italienische Tomatenmarkt in Ghana den Markt zerstört, weswegen noch mehr ghanaische Tomatenpflücker praktisch sich auf den Weg machen nach Italien, wo sie erstmal von der Mafia empfangen werden. Ja, die Mafia kassiert nämlich auch mit und vermittelt diese armen Menschen als Sklaven, als Illegale auf die Tomatenfarmen, wo sie dann unter härtesten Bedingungen, ohne Krankenversicherung in Hundehüttenhausen Tomaten pflücken dürfen, die dann wieder als Tomatenmarkt in Ghana landen, bis irgendwann der letzte ghanaische Tomatenpflücker sich auf den Weg macht nach Italien, wo dann die Mafia, also die EU, und dann wieder das Tomatenmarkt nach Italien. Jetzt. Und jetzt frage ich mich halt eines, brauchen wir wirklich Entwicklungshilfe oder reicht nicht einfach eine Revolution? Und darüber spreche ich mit meinem Gast. Er ist Bundesminister, welche Ehre in dieser Sendung, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe. Begrüßen Sie bitte von der CSU, Minister Gerd Müller. Herr Minister, guten Abend. Nehmen Sie Platz. Herr Minister. So, was bringen Sie da Schönes mit? Ja, Herr Petzig, ich habe Ihnen was mitgebracht. Schauen Sie, Sie haben doch vorher da so einen Teebeutel reingekriegt. Ja. Und haben noch die Marke. Ich bringe Ihnen was mit. Erstens mal, diese Bode schmeckt viel besser. Aha. Und wenn Sie einen fairen Tee reinhängen, ja, dann tun Sie auch noch was Gutes für die Menschen, die auf den Plantagen arbeiten. Das ist doch mal also, vorbildlich. Das ist doch. Ja, dann tun wir das hier weg. Tun wir das hier mal raus. So. Denn die Leute in den Plantagen, ob sie heute Kakao oder Schoko, Kaffee, die arbeiten für 5 Cent, 50 Millionen Kinder und Bauern. Damit, dass wir praktisch nichts bezahlen. Ja, also, darüber, also genau darüber. Mal darauf achten, fairen Tee. Mit Ihnen sprechen, sage jetzt erstmal herzlich willkommen. Ja. Herr Minister, es ist mir eine Ehre. Willkommen bei Belzig Helzig. Sehr schön. Ist das Isarwasser? Nein, das ist. Wollen Sie mehr Champagner? Wollen Sie mehr Champagner drin haben? Ich komme aus der Leberkäsklasse. Ach so, na, aber wir können es uns gönnen. Es wird ja sonst sehr, ja sonst schaden. So. Herr Minister, ich begrüße Sie mal mit zwei Zahlen. Es gibt eine Studie, es gibt ja viele Studien, aber eine Studie, die sagt, in Kürze wird 1% der Weltbevölkerung 99% des Weltvermögens besitzen. Und die andere Zahl aktuell, 85 Einzelpersonen auf dieser Welt besitzen jetzt schon so viel wie 3,5 Milliarden Menschen. Und das betrifft ja, diese Ungleichverteilung betrifft ja in besonderem Maße auch, nicht nur, aber auch die Entwicklungsländer. Daher wiederhole ich meine Frage an Sie. Brauchen wir Entwicklungshilfe oder brauchen wir eine Revolution, Herr Minister? Also wir brauchen Gerechtigkeit auf der Welt. Ja, wie schaffen wir die? Durch Entwicklungshilfe oder durch Revolution? Na, erstmal. Ich sag mal. Ich war vor 14 Tagen war ich bei Rupert Neudeck im Wohnzimmer gesessen, so wie ich jetzt hier bei Ihnen sitze. Und der hat mir einen Spruch mitgegeben: radikal denken und handeln. Und an der Stelle müssen wir radikal denken und handeln. Jeder Mensch hat doch ein Recht auf Leben in Würde. Und deshalb kann das mit der Vermögensverteilung nicht in Ordnung gehen. Das müssen wir verändern. Wie ändern wir es denn?
Wie man das ändert. Wie wir es ändern. Ich meine, keiner gibt was freiwillig her. Und ich meine, Entwicklungshilfe, da können wir jetzt lange über Entwicklungshilfe reden. Da ist ja viel Mist gemacht worden und viel Geld versickert und man stabilisiert Diktaturen. Aber wenn Sie kennen ja die Zahlen viel besser als ich. Ja, es ist doch eigentlich zum Verzweifeln, diese tiefe Ungerechtigkeit. Liegen Sie da nicht manchmal im Bett und denken nach über die Sinnlosigkeit Ihres Tuns? Nee, wir müssen es ändern. Und schauen Sie, der Teebeutel ist ein Signal, wie wir das ändern. Darum habe ich den mitgebracht. Nee. Fair produziert heißt, dass wenn Sie diesen Teebeutel, ich kenne im Übrigen den Betrieb, das ist in Ägypten, der frühere Alternativ-Nobelpreisträger Abu Laish hat diese Firma gegründet. Diese Menschen, die vor Ort diesen Teebeutel produzieren, die arbeiten nicht für 3 Cent in der Stunde, Sie haben richtig gehört, 3 Cent, sondern der zahlt einen existenzsichernden Lohn. Und da können die Frauen und die Kinder, die können zur Schule gehen und die können leben. Und deshalb können Sie das ändern. Ja, aber schauen Sie, das ist richtig, man soll es auch darauf ändern, aber Sie schieben doch im Grunde die Verantwortung auf den Verbraucher und sagen, er soll es über sein Konsumverhalten ändern. Ja. Aber Sie haben als Politiker auch eine Verantwortung, nicht zu sagen, der Verbraucher muss es ändern, sondern die Politik muss es ändern und da müssen wir auf den Tisch hauen. Erst einmal. Ja, jetzt. Lassen Sie sich was Gutes einfallen. Ja, Sie haben ein Stück weit recht. Natürlich ist die Politik in der Verantwortung. Aber wir alle sind in der Verantwortung. Schauen Sie mal, was Sie für ein nettes Jankerl anhaben. Ja. Joppel. Oder das Hemd, das gefällt mir ganz besonders. Ja. Das ist so Oranje, Allgäu, hätte ich gesagt. Ja, Oranje, weil Sie mit einer Holländerin verheiratet sind. Ne? Ich will Ihnen sagen, jeder kann seinen Beitrag leisten. Sie tragen alle Kleider auf Ihrer Haut, die, ich hätte fast gesagt, bei den meisten schmutzig sind. Denn die Näherin in Bangladesch, der gestehen sie 10 bis 15 Cent Stundenlohn zu. Die muss 6 Tage arbeiten, 16 Stunden, nicht wie die Putzfrau vorher, 16 Stunden und dann verdient sie 150 Euro. Sie kann nicht leben, sie kann die Kinder nicht in die Schule schicken. Wie kann man das ändern? Kaufen Sie Kleider, die fair produziert werden. Deshalb habe ich, weil ich nicht nur auf Sie zeige, sondern ich bin ein Politiker, der handelt, wir haben ein Textilbündnis angeboten, wo wir genau das ändern wollen. Wo Sie Großen der Branche, Aldi, Kick und Lidl und alle nicht mitmachen, weil Sie sagen, ist nicht machbar. Das machen nur die mit, die sowieso schon machen. Und das ist inakzeptabel. Verstehen und da Sie? Setzen Sie auch wieder auf Freiwilligkeit. Sie sagen, der Verbraucher soll es und die Industrie soll freiwillig. Die werden nichts freiwillig machen. Es ist schon erstmal wichtig, dass bei uns Klick macht im Kopf. Ja, Klick hat es doch gemacht. Wir haben doch kein Erkenntnisproblem. Ja, Sie haben wir. Doch. Nein. Soll ich hier mal fragen, wie viele von Ihnen wirklich faire Produkte einkaufen? Theoretisch, der Markt sagt es, 1 bis 2%. Ja. Also, wenn 100% auf fair umsteigen, haben wir die Situation verändert. Lassen Sie es mich bei Ihrer Hose sagen. Wenn Sie eine Jeans heute kaufen, dann kostet die 100 Euro. Sagen wir mal 100 Euro. Der Lohnanteil ist 1 bis 2%. Das sind 2 Euro. 2 Euro kriegt die Frau in Bangladesch. Wenn wir bereit wären, 1 Euro mehr zu bezahlen, nur 1 Euro, dann könnte die Frau in Bangladesch einen existenzsichernden Lohn bekommen. Ja, und da muss die Deutsche, und jetzt sage ich das klar, da werde ich auch böse, wenn die deutsche Textilwirtschaft nicht bereit ist, da mitzumachen, dann müssen Sie als Käufer und Konsumenten im Laden reagieren und faire Produkte kaufen. Und warum dann müssen können wir Sie, das ändern. Machen warum, Sie mit, aber warum, ändern wir's. Ja, aber ich finde, Sie als Politiker müssen dann auch mal sagen, jetzt ist gut mit der Freiwilligkeit, das schreiben wir es uns euch vor. Und da wagen Sie sich nicht dran. Ja? Und es ist auch für die schwierig. Die sagen ja, in einem Hemd sind 146 Firmen beteiligt, können wir die Produktionskette nicht kontrollieren. Aber ich finde trotzdem, das Herr Minister, ich sehe die Löblichkeit Ihrer Absichten, aber auf Freiwilligkeit beim Verbraucher und bei der Industrie zu setzen, finde ich, machen Sie es auch wieder ein wenig einfach. Nein, ich bin ja erst 15 Monate. Ja. Herr Minister, Sie sind ja... Ich bin erst 15 Monate im Amt. Ja. Geben Sie mir noch mal 4 Jahre und dann wählen Sie CSU und dann noch mal 4 und dann schaue ich das. Bisher haben Sie so schön geredet. Herr Minister, nein, er dürfte es, weil ich sehe die Löblichkeit Ihrer Absichten. Jetzt gehören Sie ja zu den unbekanntesten Ministern im Kabinett Merkel. Ja? Als kennt Sie ja wirklich niemand. Ist es von Vorteil? Kann man da ungestörter arbeiten? Oder beneiden Sie die Frau von der Leyen? Die hält ja Ihre Nase in jede Fotokamera. Wären Sie auch gern so dreist und so?
Also der Entwicklungsminister hatte in erster Linie die Aufgabe, mit 75 Partnerländern in der Welt, insbesondere in Afrika, ich war beispielsweise in Kolumbien, mit diesen Staaten unsere Arbeit zu koordinieren. Verstehen Sie? Und da machen wir sehr, sehr viele... Sie haben gesagt, Sie waren in Afrika, in Kolumbien? Afrika, so, Karibik, Pazifik, das sind die traditionellen Entwicklungsländer. Ja. Und da ist es nicht wichtig, daheim bekannt zu sein. Aber es ist dennoch schön, dass Sie mich mal eingeladen haben. Ja, ich mache Sie bekannt. Ich will Sie bekannt machen. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe mal drei Schlagzeilen. Bitte jetzt noch nicht gleich wieder vorzeigen wie vorhin. Ja? Ich habe mal drei Schlagzeilen vorbereitet, mit denen man Sie, mit denen ich Sie bekannt machen könnte, würde, gerne. Und Sie dürfen sich dann eine Schlagzeile, müssen Sie sich dann aussuchen, mit welcher Schlagzeile würden Sie gerne mal richtig bekannt werden. Erste Schlagzeile, Karrieresprung, Dirk Niebel holt Gerd Müller zu Rheinmetall. Oh, böse. Nicht gut? Ja, böse. Nicht gut, ja, würden Sie nicht wollen, ja. Wie finden Sie das? Ihr Vorgänger ist dann nahtlos, fast nahtlos, also, nein, noch nicht zeigen jetzt, bitte. Vorbildlich, Gerd Müller verzollt Teppich aus Afghanistan. Und da die es nicht kapieren, nehmen wir jetzt auch gleich die dritte. Zu links, CSU droht Gerd Müller mit Parteiausschluss. Ja, okay. Welche? Welche? Da könnte ich leben damit, aber... Zu links? Das wird aber nicht passieren. Haben ja viele bei Ihrer Antrittsrede gesagt, der hat sich im Parteibuch geirrt. Nein, Sie wissen ja, ich bin ja, war ja Staatssekretär bei Horst Seehofer. Ja. Also der hat mich eigentlich entdeckt. Und dann waren Sie bei der Ilse Aigner? Nee, und ich fahre genau in seiner Linie. Also wir haben da breiten Konsens. Ach, sind Sie auch so unberechenbar, oder was? Beim Ministerpräsidenten und bei mir, da kommt es vom Herzen. Ah ja. Ja, den haben wir auch schon gesprochen, hoffe ich auch mal wieder. Jetzt frage ich Sie mal was zu dem Dirk Niebel holt Gerd Müller zu Rheinmetall. Als er das gemacht hat, schämt man sich da als anständiger Mensch, der Sie ja sind, für die politische Klasse über diese Schamlosigkeit? Weil das war natürlich schwierig, das wurde ja auch entsprechend kommentiert. Ja. Aber ich wirf meinem Vorgänger nichts nach. Jeder geht seinen Weg, ich gehe einen anderen Weg. Ja. Also Sie würden sowas nicht machen? Nein. Ja. Definitiv nicht. Ich würde beim FC Bayern, da würde ich mich wohlfühlen. Ah, wohl ist einer. Ja, genau. Lobbyist bei Rheinmetall, also das ist schon... Ich könnte auch sagen, bei der Arbeiterwohlfahrt oder beim Deutschen Roten Kreuz. Also wir haben tolle Partnerorganisationen, wo man auch ehrenamtlich noch was machen kann. Jetzt äußern Sie, sind ja auch Mitglied im Bundessicherheitsrat und die entscheiden über die Waffenexporte. Ich weiß, dass Sie da kein Wort sagen. Streng geheim. Sie haben immer wieder gesagt, Waffenverkäufe ist der falsche Weg und wir dürfen auch nicht unsere Arbeitsplätze hier sichern, indem wir Waffen verkaufen. Ist man da in einem Konflikt, weil in Bayern ist sehr viel Waffenindustrie angesiedelt. Dürfen Sie sowas sagen, ohne Ärger zu kriegen? Ja, selbstverständlich. Schauen Sie, mit weniger Waffen können wir Frieden schaffen, nicht mit mehr. Das ist ein Thema, das wir auch gesellschaftlich wieder setzen müssen. Auch die jungen Leute müssen sich da wieder stärker engagieren. Ja. Mehr Waffen in Afrika, in Spannungsgebieten, schaffen keinen Frieden. Was sagen Sie jetzt zu den Panzern für Katar? Haben Sie das schon mitentschieden? Zu Katar habe ich mich sehr eindeutig geäußert. Sind dagegen? Der Entwicklungsminister bei uns gibt ein klares Wort. Wir liefern nicht in Spannungsgebiete und auch Katar steht nicht auf der Liste. Ja. Wohlwollend betrachtet. Ne? Ja, ich bin auch gegen die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Ja. Sie wissen, ich traue mich schon. Reden wir mal über das Freihandelsabkommen. Da haben Sie sich auch schon äußerst kritisch geäußert bei Ihrer Antrittsrede und gesagt, also Afrika darf nicht überrollt werden von dieser geballten Marktmacht von EU und USA. Realistisch ist ja, dass die, es reden alle vom Chlorhühnchen, aber überhaupt nicht, was das für Afrika und Asien bedeutet. Also Afrika wird dann platt gemacht. Wir bräuchten ein Welthandelsabkommen. Doha kommt nicht. Jetzt kommt wahrscheinlich das TTIP. Ja, TTIP, schwieriges Wort für mich. Und... Müsste das nicht gestoppt werden, weil dieser Aspekt, wir haben ja das Tomatenbeispiel, das wird ja alles noch schlimmer. Ja. Müssen wir da nicht, das Freihandelsabkommen ist doch der Todesstoß für die afrikanische Wirtschaft. Ich will kein Freihandelsabkommen, sondern wir brauchen ein Fairhandelsabkommen. Ja. Sie haben gerade vollkommen zu Recht gesagt, das muss ich mal vorstellen, den Irrsinn, 88 Menschen der Welt verfügen so viel über Vermögen wie 3,5 Milliarden. Ja. Und 10% der Bevölkerung in den reichen Staaten, da gehören wir auch dazu,
besitzen 90% des Weltvermögens. Das ist auch eine Folge des freien, globalisierten Handels. Ja. Und deshalb kämpfe ich dafür, dass wir neue Regeln im globalen Spiel einführen. Gerechtigkeit durch soziale und ökologische Standards weltweit. Ja, aber das ist nicht die Absicht des Freihandelsabkommens. Ich möchte kein Freihandelsabkommen. Wir brauchen den Weg hin vom freien Handel zum fairen Handel. Ja. Ich möchte den Handel. Beispielsweise um das Kleiderbeispiel nochmal. Ja. Natürlich müssen die Frauen in Bangladesch, in Vietnam, die müssen Kleider verkaufen können und die kaufen wir auch. Aber den einen Euro oder die zwei Euro mehr müssen vor Ort bleiben. Das ist mein Ansatz. Das geht auch bei der Banane, beim Kaffee und beim Tee. Und dann können wir wirklich mehr Gerechtigkeit schaffen. Da sprechen Sie oft, wenn Sie was sagen, von ethischen und moralischen Verpflichtungen, die wir haben. Aber Herr Minister, Ethik und Moral, ist das eine Kategorie im Welthandel? Glauben Sie das wirklich? Ich bin Christ in der Politik. Ja. Und der oberste Satz für uns alle muss sein, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder auf der Welt, ob im Sudan, in Kolumbien oder in München, hat ein Recht auf Leben in Würde. Und da tragen wir alle ein Stück weit Verantwortung. Und der freier Handel, ich sage jetzt was Brutales, also ohne Grenzen, ohne Beschränkungen. Wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft, wir haben keine freie Marktwirtschaft. Freier Handel weltweit, das war der Trend die letzten 10 Jahre, der führt zur Ausbeutung der Ressourcen. Ja, aber Ausbeutung der Menschen. Minister, aber ich glaube halt nicht mehr, dass wir es ändern, indem wir Teebeutel kaufen bei Ihrer Firma, aber sondern dass wir das politisch, der politische Wille da sein muss. Und dann sehe ich Sie, ich mal Gabriel, der schon vor lauter Begeisterung über das Freihandelsabkommen überhaupt nicht mehr zum Nachdenken kommt. Aber, da wird mir schlecht, Herr Minister. Da sind Sie ja weiter als der Sozialdemokrat. Aber jetzt habe ich Sie, jetzt habe ich noch eine Frage. Wir sind aber schon auch alle ein bisschen scheinheilig. Gell? Ja. Weil Geiz ist geil, das machen wir schon gerne, wenn wir einkaufen gehen und überall nur das Billigste, Günstigste. Sie müssen immer überlegen, bei jedem Produkt, ob Sie einen Apfel kaufen oder so einen schönen Hut. Am Anfang, am Anfang stehen immer Menschen, die das produzieren müssen. Und wenn Sie heute bei einer deutschen Firma, diese großen Ketten, die jetzt aufgemacht haben, wenn Sie da ein T-Shirt kaufen können für 40 Cent und das da anschließend wegwerfen, verstehen Sie, da müssen Sie sich mal die Frage stellen, wer soll denn das produzieren? Und das ist Primark, diese irische Firma. Die haben ein negatives Image und machen Milliarden Umsätze. Es schadet überhaupt nicht. Ja. Es schadet ihnen null. Und deswegen, glaube ich, geht es nicht mehr mit Freiwilligkeit. Nein, aber wir bin ich können anderer doch Aber ich lade Sie in 4 Jahren wieder ein und dann reden wir wieder. Ja, ganz klar. Ich hab noch eine Frage. Sie haben mal den schönen Satz gesagt zu den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen. Wir müssen die Türen öffnen und Flüchtlinge in unseren Wohngebieten willkommen heißen. Ja, und unsere Herzen. Unsere Herzen, ja. Das ist sehr schön, dass Sie das sagen. Was sagt da die CSU dazu? Ja, die da jede Gelegenheit nutzt, um ja geradezu Stimmung zu machen. Ihr beschränkt begabter Generalsekretär zum Beispiel. Ja. Na, das muss ich zurückweisen. Kriegen Sie da nicht Ärger? Ich habe die volle Unterstützung. Wir können natürlich nicht 15 Millionen Flüchtlinge in und um Syrien, Irak, hier in Bayern aufnehmen. Das ist klar. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich die volle Unterstützung habe, dass wir dort investieren, im Nordirak beispielsweise. Wir bauen Schulen, Berufsschulen. Ich bin im Augenblick dabei, ein Traumazentrum aufzubauen für die vergewaltigten und geschändeten Frauen, meine lieben Gäste hier. Das ist dramatisch, was dort abgeht. Und das sind wir gefordert. Und da tun wir eine ganze Menge und das werden wir auch noch verstärken. Ja, aber die hierher kommen, weil sie auch ein Recht haben, die müssen ja anständig wohnen. Und Bayern hat ja immer die härteste Linie da gefahren, in der Asylpolitik. Also da können Sie sich auch wahrscheinlich nicht so... Sie haben auch gesagt, die Kommunen können das schaffen. Wenn man sieht, was Jordanien leistet an Flüchtlingsaufnahme, können wir uns auch mit 20.000 Betten in die Hose machen. Wir müssen natürlich trennen, Asylbewerber aus dem Kosovo, das ist klar. Da müssen wir dort investieren, die sind nicht politisch verfolgt. Bürgerkriegsflüchtlinge, die werden hier natürlich aufgenommen, selbstverständlich. Und denen müssen wir auch unser offenes Herz und helfen. Ja. Herr Minister, jetzt drängt die Zeit und ich möchte Ihnen aber noch eine Frage stellen aus meiner Fragenlotterie. Bleiben Sie sitzen, aufgemerkt. Fragen aus dem Hinterhalt. So. Und, Herr Minister, Sie bekommen eine Frage von... Oh Gott, von...
dem Lyriker Thomas Gseller. Thomas Gseller hat folgende Frage formuliert. In einer Erzählung des Schriftstellers Wolfgang Hildesheimer ruft jemand seinen ihm völlig unbekannten Nachbarn an und sagt sinngemäß, sie sind aufgeflogen, es ist vorbei. Der Nachbar packt seine Koffer und flieht. Jetzt die Frage an Sie, könnten Sie bleiben? Ja, selbstverständlich. Sie haben nicht keine Leiche im Keller, gar nichts, alles in Ordnung? Ganz sicher? Ich bin als Bayer in Berlin und bisher ist es in Ordnung. Aha. Und Vergangenheit auch, müssen wir uns keine Sorgen machen, ja? Nein, also wir werden ja durchleuchtet von A bis Z. Als ich 3 Wochen im Amt war, wurde schon meine Doktorarbeit durchgelassen. Ja. Ja, also es gibt, man kann eigentlich Minister oder, also als Minister das so durchleuchtet, da könnte es auch Papst werden. Aha. Ich meine, so ein Satz, Sie sind aufgeflogen, es ist vorbei. Solche Anrufe bei fremden Menschen sind ja in München oft der einzige Weg, an eine bezahlbare Wohnung zu kommen. Ja. Herr Minister, ich habe noch zum Schluss ein Geschenk für Sie. Ich habe noch ein Geschenk. Es ist ein gestern erschienenes Buch über das Freihandelsabkommen von dem SZ-Journalisten Franz Kotteder. Ja, über das TTIP. Und ich habe es schon zum allergrößten Teil gelesen und habe mir eine Meinung gebildet. Ja. Und ich würde Ihnen dieses Buch als Hausaufgabe mitgeben. Und sagen, lesen Sie es mir und dann sagen Sie mir ehrlich, ist es die Wahrheit oder was haben Sie auszusetzen? Ja? Und Franz Kotteder, Ausverkauf. Ja? Danke. Und vielen Dank. Und ich revanchiere mich natürlich. Ja. Nicht mit dem Teebeutel, sondern ich habe Ihnen noch was mitgebracht. Aha. Ich frage mich ja immer schon, was ist in dem ominösen Täschle drin? Gell? Aber... Da dürfen wir jetzt nicht reinschauen, aber es wäre mal ein Geheimnis zu lüften. Es ist interessant. Leute von der CSU bringen immer was mit. Das kennen die von sich selbst. Ne? Sie haben zu einem Baum, die Akazie. 50 Jahre wird dieser Baum 30 Meter hoch werden. Aha. Und das ist ein Symbol für Nachhaltigkeit. Ja. Bäume, Pflanzen, Natur schaffen Zukunft. Sauerstoff zum Atmen, Luft für Menschen wie Sie. Und das freue mich, dass ich hier war. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Minister. Dank. Gerd Müller. So. Meine Damen und Herren, das Deutsche Institut für Wirtschaft, das DIW, hat neulich eine interessante Meldung verbreitet. Wir Deutschen sind noch reicher, als wir bisher dachten. Ja, das Gesamtvermögen der Deutschen wird inzwischen auf 9.000 Milliarden Euro geschätzt. Das sind 3.000 Milliarden Euro mehr, als man bisher angenommen hat. Wir sind noch reicher. Das ist doch großartig. Da haben viele sofort ihren Kontostand überprüft und gemerkt, Scheiße, betrifft mich nicht. Ja, ja, natürlich betrifft sie das nicht. Es betrifft nämlich praktisch nur 10% der Haushalte. Die haben 3/4 des Gesamtvermögens. Und warum ist das so? Es ist politisch erwünscht. Ja, wir haben ja auch keine Vermögenssteuer und Steuern auf Kapitalerträge beträgt auch nur 25%. Also man kann sagen, wer hat, dem wird gegeben. Ja? Geld mit Geld zu verdienen ist viel leichter als Geld mit Arbeit. Aber auch wer nicht hat, dem wird gegeben. Zum Beispiel durch das hier, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal her. Das ist ein sogenannter Pfandring. Den montieren inzwischen immer mehr Städte an ihre Mülleimer, an ihre öffentlichen Mülleimer. Und dann können sie, wenn sie den Müll wegbringen, ihre Pfandflaschen da dann einfach so reinstellen. Ja? Machen immer mehr Städte aus humanitären Gründen, damit es die Flaschensammler etwas leichter haben. Ja? Damit sie den Rest ihrer Würde nicht in den Resten des Mülls zurücklassen müssen. Ja? Schauen Sie, wie finden Sie das? Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Ja? Oder eine Meinung bilden? Ah, kommt ganz gut an. Ja, sehr schön. Freut mich, dass Ihnen das gefällt. Ja, das ist mitfühlender Kapitalismus. Die Reichen werden immer reicher und der Rest bekommt Pfandringe. Ein fauler Kompromiss. Man möchte fast meinen, die SPD hätte es erfunden. Ja? Aber die Ungleichheit, die zunehmende Ungleichheit, ja, wir haben ja auch mit ihm darüber gesprochen, das spüren ja alle und das macht auch vielen Menschen Angst. Wobei ich sagen muss, Angst ist ja ein Lebensgefühl, das uns jetzt schon seit gut 30 Jahren verbreitet. Ich will mal sagen, Angst, das ist die kleine, hässliche Schwester der Globalisierung. Ja. Die Angst, nicht konkurrenzfähig zu sein, die Angst, nicht zu genügen, die Angst, den falschen Beruf zu haben, die Angst, in der falschen Stadt zu leben, nicht gebildet, nicht flexibel, nicht mobil genug zu sein. Ja, Angst, Angst, Angst. Wobei ich glaube, sag ich mal eins, Angst ist, glaube ich, gar nicht so unerwünscht. Angst macht den Menschen gefügig. Ja, der Mensch wird gefügig. Es darf nur nicht zu viel Angst sein. Zu viel Angst, das wäre gefährlich. Ja, es kommt auf das richtige Maß der Angst an. Anders gesagt, man muss auch dem Flaschensammler das Gefühl geben, dass er noch etwas zu verlieren hat.
sonst holt er sich nicht den Pfand, sondern baut daraus einen Molotow-Cocktail. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, Vertrauen, das ist der Schmierstoff der Demokratie. Ich würde hinzufügen und sagen, Angst, das ist der Schmierstoff der Ökonomie. Ja? Wobei, wer immer nur Angst hat, möchte auch mal irgendwann Angst verbreiten. Was ist denn mit diesen Pegida, Bagida, Mygida, Vigida, Frigida, Kagida-Leuten? Ja? Was verbindet die denn? Angst. Angst mit einer etwas unglücklichen Kombination mit Denkfaulheit. Und die Sehnsucht nach einem Feind, das verbindet und das hält auch viele Ehen zusammen. Wir haben uns nichts mehr zu sagen, aber wir hassen die gleichen Leute. Ja. Meine Damen und Herren, mit Angst hat auch mein dritter und letzter Gast des heutigen Abends schon sehr viel Erfahrung gemacht. Eine hochinteressante Frau, sie hat sich auf die Suche begeben nach den Ursachen von Rassismus. Eine bemerkenswerte Frau hat dazu im letzten Jahr einen bemerkenswerten Film gemacht, der hier bei uns im ZDF lief, zu einer bemerkenswert späten Sendezeit. Begrüßen Sie bitte die Filmemacherin Mo Asumang. So. Mo Asumang, bitte nehmen Sie Platz. Ja, Frau Asumang, jetzt darf ich Ihnen erstmal die faire Bowle überreichen. Die jetzt fair ist, seitdem der Minister da war. So. Ich dachte, das sah so aus, als würde da ein Goldfisch drin schwimmen. Na, wäre eine Idee. Sie bringen mich auf die Idee. Ja, wenn er fair ja. So, zum Wohl. Da waren Schuppen drin. War Schuppen, ja. Ja, sie fischelt, gell? Ja. Wow. Frau Asumang, jetzt sage ich erst mal, wer Sie sind. Sie hat einen Film gemacht, Die Arier, und hat sich in die Neonazi-Szene dafür auch begeben, mit den Leuten gesprochen, auf der Suche nach Rassismus, auf der Suche nach den wahren Ariern. Und morgen entscheidet sich, ob Sie für diesen Film den Grimme-Preis erhalten, gell? Wow, yeah. Ja, wissen Sie schon? Nein, ich weiß nichts. Aber nominiert ist super. Also wenn man, solange man nominiert ist, hat man eigentlich schon den Preis. Ja, Nominierung, ja, nominiert. Ja. Ja, gut, Nominierung. Aber ich drücke Ihnen wirklich die Daumen. Ich bin gepflastert mit Nominierung. Aber Sie wissen es wirklich noch nicht, ob Sie ihn kriegen? Nein. Ja. Jetzt schauen wir uns mal, damit wir wissen, worüber wir reden, mal ein paar Szenen aus dem Film an, dass man sieht, was die Frau Asumang da so gemacht hat. Entschuldigung, für was demonstrieren Sie heute? Kein Kommentar, ich denke, Sie gehen besser. Warum machen Sie das jetzt hier? Warum gehen Sie auf die Straße? Geht den Scheißdreck an. Zurück nach Afrika. Warum soll ich denn nach Afrika gehen? Ich bin ja hier geboren. Haben Sie eine Meinung, wie Sie Deutschland verändern können? Sprechen Sie mit mir? Ja. Ich hatte Ihnen bereits gesagt, dass ich mich mit Ihnen nicht unterhalten werde. Das reicht langsam. Gehören Sie zur Demonstration dazu? Nehmen Sie teil an dieser Demonstration? Sieht so aus, ne? Also wohin wollen Sie denn jetzt im Leben? Sie verschwinden jetzt aus unserer Demonstration. Verstanden? Warum denn? Wir wollen Sie hier nicht haben. So. Haben Sie da Angst gehabt? Wie ging es Ihnen da? Naja, also erstmal ist man natürlich total geschockt, weil diese Leute einem die ganze Zeit wegschubsen. Und das bin ich ja so von meinen Freunden nicht gewöhnt. Ne? Und damit muss man halt erstmal umgehen. Und, aber dann merkt man doch, dass der eine oder andere dann auch mal so rüberschaut. Und der wird dann natürlich gleich von seinen Freunden dann weggezerrt, weil also anbändeln mit jemandem, der eine andere Hautfarbe hat, das sollte da eigentlich nicht stattfinden. Ja. Sie haben gesagt, man muss sanft mit Nazis umgehen, denn wenn man sie böse ansieht, rennen sie weg. Ja. Ja. Haben Sie Angst? Ja, das Ganze. Haben die Angst? Haben die vielleicht mehr Angst vor uns als wir vor ihnen? Ja, also das ganze Konzept war eben wirklich so aufgebaut, dass wir alle unsere Aggressionen, falls wir welche hatten, runtergefahren haben und ganz sanftmütig waren. Und ich hatte dann auch zum Beispiel noch das Glück, mit zwei großen, blonden, blauäugigen, arischen in Anführungszeichen, Kamerafrauen zu arbeiten. Vor denen hatten sie keine Angst, ja. Aha. Von den anderen hätten sie vielleicht Angst gehabt. Also das gehörte alles zum Konzept. Und dann habe ich eben einfach versucht, wirklich peaceful mit diesen Leuten umzugehen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, zum Beispiel in Gera auf so einer Nazi-Demonstration, wo am Anfang tatsächlich von rechts, von links kamen da Nazis auf mich zugerannt und wurden dann eingefangen. Und dann hat einer hat mir einen Cent vor die Füße geschmissen, hat gesagt, guten Heimflug. Aha. Und mein Kameramann, da war es noch ein Kameramann, der hat die Kamera ins Gesicht geschlagen bekommen.
Das war wirklich richtig heftig. Und nach ein paar Stunden, wir haben ja immer stundenlang da warten müssen, nach ein paar Stunden kommen die Ersten an. Kann ich mal ein Selfie mit dir machen? Ein Selfie? Ein Selfie, aha. Ja. Aha. Und dann habe ich aber, ja, dann habe ich mit Nazis Selfies wahrscheinlich gemacht. Wahrscheinlich die, ja, Hetzkampagne der Bild-Zeitung gegen Griechenland oder sowas, ne? Ja. Ja, also diese Selfies, die gibt es auch irgendwo im Netz. Ich habe sie noch nicht, aha, gesehen, aber tatsächlich, man kann das alles erreichen, wenn man da ja, auf die zugeht. Das ist ja der schöne Ansatz des Films. Es ist mir aufgefallen, dass Sie wirklich so sanftmütig waren und so ohne, völlig ohne Aggression. Jetzt kommt vor allem die schlechte Nachricht für alle Nazis und Neonazis. Die Arier hat die Frau Assermann gefunden. Ja, mhm. Wo sind die wahren Arier? Wo leben die? Iran heißt übersetzt das Land der Arier und, aha, im Iran sind die Arier, ja, und in Indien, also in diesem Raum, haben die Arier gelebt und die Deutschen sind keine Arier, sie waren auch nie Arier. Ich weiß gar nicht, wie die da drauf gekommen sind. Ja. Also genauso gut hätten die damals sagen können, ja, wir sind, was weiß ich, wir sind Indianer oder, ja, so. Ne? Ja. Sie haben mal gesagt, Sie können angstfrei auf Menschen zugehen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Ich denke mir, das ist schwer gefallen, als Sie in den USA waren und haben sich heimlich ein Geheimtreffen gehabt mit Leuten vom Ku Klux Klan. Ja, mhm. Die Superrassisten. Schauen wir uns auch mal an. Wow. Now, but you are wearing like history. You are wearing like hundreds of years of threat and terror. This is more for ceremonial purposes. And what's going on in the ceremony? Can you tell me? We light a cross. Why? To resemble the light of Jesus Christ going from darkness to light. But Jesus loves black people also. Doesn't make sense. Okay, does that mean I have to? I'm just telling you that I believe that blacks and whites shouldn't mix. And are you a happy man? Yeah, I'm a happy man. Das ist ein glücklicher Mensch. Was meinen Sie? Ja, der daneben, der hat dann gesagt, yes, ma'am, I'm happy. Wirklich? Ja. Ja, also ich glaube nicht, dass er so glücklich ist, weil sonst würde er sich ja nicht verstecken. Ne? Ja. Also man hat ja überhaupt nichts gesehen, außer diesen schwarzen Löchern, ja, und dahinter war er. Und dann hat er manchmal noch so die Arme verschränkt, aber ich weiß nicht, ob er glücklich ist. Ich glaube, er wird auch unglücklich gehalten. Also das ist so das Konzept, mhm, der Nazis oder auch der Ku Klux Klan Leute. Beim IS zum Beispiel funktioniert das genauso, dass die Leute unglücklich gehalten werden. Ja. Weil also ein glücklicher Nazi, der marschiert ja da nicht mit. Ja, ja, der muss ja richtig, der muss sauer sein, der muss, ja, böse sein, dafür gibt es Hassmusik und diese ganzen Sachen. Ja, das finde ich gemein, das finde ich richtig gemein. Ja. Ich meine, die haben ja auch eine Jugend, die wollen ja nicht, ja, ihre Jugend dafür. Also das wissen wir ja jetzt auch von den jungen Menschen, die jetzt aus Europa dann zum IS gehen und da kämpfen, dass das ja eher so die Verlierer sind und Frustrierte doch eher Dumpfbacken. Was, aber auch junge Mädle, da frage ich mich, was motiviert ein junges Mädle, sich mit 15 Jahren dem IS anzuschließen? Mit was haben es die gelockt? 72 Jungfrauen können sie ja wohl nicht sein, ne? Nee, das weiß man nie, ne? Ah ja, ah ja, so, ja. Das gibt's auch. Ja, ja, gut, aber... Ja, mit was haben die gelockt? Die haben sie wahrscheinlich bezahlt. Ja, aha, ja, das ist auch so. Beim IS weiß ich zum Beispiel, dass die dort bezahlt werden. Bei den Nazis, das ist ja auch ein Business. Und dieser Tom Metzger, den ich in Amerika getroffen habe, der zu mir gesagt hat, ja, dein Vater ist ein Genentführer oder ich nehme dich mal mit in den Zoo, dann weißt du, wo du herkommst. Ja, ja. Da haben wir, den Ausschnitt haben wir. Schauen wir uns gleich mal an. Ja? Ein amerikanischer Rassist, den sie auch besucht hat. Ja? Der führende amerikanische Rassist, US-amerikanische Rassist. We're ruining the races. We're not improving the races, we're destroying the races. How does this work? Race mixing. You know what a pure black person looks like. Well, hell, I don't know how the black people evolved, but they sure look like they evolved from the simians more than the white people, that's for sure. Okay, let's say bye-bye again here. Okay, all right. Bye, bye. I'll hug you, okay? Oh, that is nice. That's interracial. I hope nobody sees a picture of that. I'll be through. Ja. Ja, also, wie, ja, war der dann? In, ja, da fragt man sich doch, was ist da los? Haben Sie da, ja, in dem Moment jetzt wirklich einen Menschen gesehen, den Sie vielleicht sogar mochten, oder? Also ich meine, nachdem, was er gesagt hat, dass Sie da so ruhig bleiben, gut, Sie sind Journalistin, sagen Distanz, ja. Aber es fällt doch schwer, oder? Ich meine, er sagt Ihnen, Sie stammen vom Affen ab. Ja, er ja auch, ne? Ja, ja. Nur weiß er es nicht. Ja, ja.
Ja, ich bin ja sehr offen. Also ich habe den ganz normal umarmt. Ich habe mir da überhaupt nichts bei gedacht. Allerdings danach ging es mir ein bisschen komisch. Ja. Also danach war es sehr seltsam. Aber er sagte, kurz bevor er mich umarmt hat, hat er noch so beim Langlaufen gesagt, das ist doch alles so ein Racism-Business, so ein Rassismus-Business. Und da dachte ich mir, wow, jetzt habe ich einen von denen wirklich geknackt. Jetzt hat einer das mal wirklich ein gesagt. Geschäft. Genau. Und deshalb ja. war der in der Lage, mich da zu umarmen. Der hat mich nicht umarmt einfach so, sondern der hat gesagt, danke, ich durfte den ganzen Scheiß bei dir abladen. Danke, ich durfte diese fiesen Sachen zu dir sagen. Danke. Das ist es. Und das war toll, das zu bekommen. Das ist wirklich ein Highlight gewesen. Also ein paar wenige, die ein Riesengeschäft machen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, weltweit. Wie glauben Sie, dass man, also der ist ja verloren, ja? Also bei dem ist alles zu spät. Aber ja, bei dem ist alles zu spät, weil der hat zum Beispiel von der Southern Poverty Law Center, das ist so eine Organisation in Amerika, die haben ihn gepfändet quasi und haben ihm $6 Millionen weggenommen. Das hat er alles mit diesem Racism-Business verdient. Das waren bestimmt lauter Schwarze, die ihn gepfändet haben, gell? Ja, bestimmt, ja. Aber Sie, aber die anderen, die Jungen, die jetzt irgendwie noch nicht so angekommen sind im Leben, ja, glauben Sie, dass man die, also diese Bürschli am Anfang, dass man die noch zurückgewinnen kann? Ja. Ja? Wie? Ja, wie? Ja, man muss sich einfach einen schnappen. Haben ist Sie natürlich das nicht so einfach. Haben Sie es gemacht? Ja, ich habe das gemacht, sogar im Film. Ja. Ja, also weiß nicht, ob es den Ausschnitt jetzt gibt. Nee, aber jetzt nicht da. Nee, nee, ich hab, also früher war das so, wenn ich einen Nazi gesehen habe, bin ich auf die andere Straßenseite gegangen. Ja. Ne? Das ist immer noch gleich geblieben, nur gehe ich jetzt hin und nicht weg. Ja? Und wenn ich einen sehe, dann bin ich so magisch angezogen. Dann denke ich mir, wow, was machst du mit deinem Leben? Du hast Probleme und schiebst deine Probleme weg auf andere? Das ist interessant, ja? Also das ist jetzt für mich einfach irgendwie eine interessante Person. Ah. Und jetzt gehe ich hin und ich spreche mit diesen Leuten. Und ich habe da einen kennengelernt, der heißt Chris. Ja, und der hatte eine Glatze und hat schreckliche Sachen erzählt. Und mittlerweile hat er so kleine, kurze, rote Haare, ganz niedlich. Aha. Und ist total gut drauf und geht mit mir in Schulen. Und wir machen Aufklärungsarbeit in Schulen. Super. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Der ist sehr mutig. Ja. Der ist mutig, ja. Der ist sehr mutig. Der hat wirklich richtig Mut, weil dem kann mehr passieren als Ihnen im Grunde genommen. Ja, er hat auch gesagt, so im Ranking bei den Nazis, ne, es ist, also er ist viel schlimmer als ich. Also schlimmer als Schwarz ist der, der bei diesen Nazis da ausgestiegen ist. Ja. Das ist jetzt ist es ja offener Rassismus. Ein anderes ist der versteckte Rassismus, den es ja gibt. Ja? Mhm. Da gibt es zum Beispiel erst in den 70er Jahren eine Filmaufnahme beim SWR. Die haben uns die Senderechte nicht geben wollen. Ja, aber da sagt Frank Elstner in einer Unterhaltungssendung zu Roberto Blanco, sei still, sonst kommst du zurück in den Busch. Ja? Und alle haben gelacht und am lautesten hat Roberto Blanco gelacht. Ja? Würde jetzt heute so nimmer im Fernsehen, also wenn das einer sagt, glaube ich, könnte sich dann direkt mal ein wenig verabschieden. Ja? Aber es gibt einen anderen versteckten Rassismus, ja, dass zum Beispiel schwarze Männer in der U-Bahn dauernd kontrolliert werden, immer grundsätzlich. Ja? Und jetzt möchte ich Sie bei ein paar Fragen mal wirklich um Ihr Fachurteil bitten. Versteckter Rassismus, ja oder nein? Erstes Beispiel, Bibi Langstrumpf darf nicht mehr Negerkönig sagen, dass ihr Vater Negerkönig ist. Darf sie nicht mehr sagen, ist das richtig oder falsch, Ihrer Meinung nach? Also ich würde sagen, sie darf es weiterhin sagen. Ja, also die afrodeutsche Community wird mich jetzt hassen, das weiß ich. Ja. Aber ich würde sagen, sie darf es sagen, man sollte nur den Eltern und vor allen Dingen auch den Lehrern erklären, dass man diese Sache erklären muss, dass es heutzutage nicht mehr so ist. Ja. Ja, wahrscheinlich wird es nicht jeder so machen, weil man dann irgendwie doch faul ist oder so oder keine Zeit hat. Ne? Aber das fände ich eigentlich also besser. Ja, weil sagen, da aber erklären. Ja, genau, weil es ist doch die Chance, das zu erklären. Ja, da kommst du doch an das Thema ran. Ja. Da fragt das Kind, ja, wieso, was heißt das denn Neger und wieso ist das denn so? Und dann kannst du die ganze Bürgerrechtsbewegung erklären aus Amerika und Martin Luther King und so. Ja, das ist doch super. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage, die zweite. Dieter Haller-Forden ist vor einiger Zeit mal schwer angeeckt, weil er in einem Theaterstück mitgespielt hat mit einem anderen Schauspieler. Und da wurde ein Weißer zum Schwarzen geschminkt und da hat die Community dann, die Antirassisten haben gesagt, das ist Rassismus, wenn ein Schwarzer, wenn ein Weißer schwarz geschminkt wird und einen Schwarzen spielt. Rassismus, ja oder nein? Also ich meine, hier sitzt das Original. Ja. Wozu schminken, denke ich mir immer, ja. Ja?
Gut. Also damit ist die Frage beantwortet. Ja, ja, ich habe es eigentlich auch nicht ganz begriffen, ja, warum. Ja. Es gibt auch einige, die machen sowas also, zum Hobby. Ich finde, man sollte da eigentlich das Original nehmen. Okay. Und da ja, gibt es ja genug. Und letzte Frage, in Berlin gibt es die Mohrenstraße. Und da fordern auch Initiativen, die umzubenennen, weil der Name auf den brandenburgisch-preußischen Sklavenhandel zurückgeht. Mohrenstraße umbenennen, ja oder nein? Ich würde zwei Pünktchen über das O machen, heißt Möhrenstraße ist auch okay. Salomonisch. Salomonisch. Ja. Frau Aschermann, dann drücke ich Ihnen für morgen den Daumen, dass ich würde es Ihnen so wünschen, mehr als jedem anderen. Eine Frage, die Sie in Ihrem Film zum Schluss sich selber stellen, wird es mir gelingen, alte Wunden zu heilen, die mir Rassisten zugefügt haben? Sie haben ja Rassismus in Ihrem Leben selbst oft erlebt. Ja, Ihr Vater war ja aus Ghana, die Mutter Deutsche, mussten die Woche die Wohnung verloren, weil der Vater Schwarzer war. Sind diese Wunden geheilt? Können die heilen? Ja, die sind geheilt und zwar dadurch, dass ich eben jetzt auf die andere Straßenseite zu diesen Leuten gehe. Ja. Dadurch, dass ich Chris kennengelernt habe. Danke, Chris. Vielen, vielen Dank dafür. War was Befreiendes. Er hat mich wirklich geheilt. Ja. Ja. Schön. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ja, ich drücke die Daumen für morgen. Ja. Mo Aschermann. Vielen Dank. Das war Pelzig. Und die nächste Sendung sehen Sie am 14. April. Und dann habe ich unter anderem zu Gast die Boxerin Regina Halmich und den Ökonomen und Crash-Propheten Max Otte. Bis dahin machen Sie es gut. Gute Nacht.